Luxichorum. Ich bin direkt in so einen Holzgang. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, Herzinfarkt! Da hab ich mich erschrocken. Boah, ich hab mich. Oh. Boah, gut, dass ich ein Facecam drin hab, Leute! Aber will ich mal gern wissen. Daraus kann man bestimmt schöne Dinge machen. Zum Beispiel Zombie-Brain-Suppe. Hast du gerade auch Hirnsuppe gesagt? Ich hab Hirnsuppe gesagt. Ich auch. Ach, nein. Also hier ist noch so grünes Krams. Okay, ich nehme das einfach mal mit. Hier sind so rote Spinnenaugenerze. Ich finde das ganz gut, dass die Erze auch teilweise ein bisschen leuchten. Ich meine, das gibt mir so ein Gefühl von Sicherheit. Was? Gib Zombie. Mir ein kleines Stückchen Sicherheit. Das Lied kenne ich wiederum nicht. Nein? Nein. Boah, da. Ich hab Minenschacht gefunden, boah geil. Echt? Ja, Minenschächte sind immer geil. Darauf sei vorsichtig vor Giftspinnen, die sind nämlich trotzdem sehr gefährlich. Ja. Ich hab eine fette Rüstung. Ich hab eine fette Rüstung. Alle, die wissen, von wo dieses fette ist, bitte einfach mal in die Kommentare schreiben. Fette Paar. Nein. Sollen die User selber rausfinden, woher das ist? Wir gehen auf ein fette. Ja. Was ist das denn für ein Feuerschad? Ich sehe hier alle möglichen Ärzte, was baue ich ab? Kohle. Ich einfach diese Erfahrung haben, ich bin so erfahrungsgeil. Ja, aber diese Shards, ne? Die geben auch richtig Erfahrung. Okay, ich sehe da unten einen Minenschacht. Ich glaube, ich gehe da einfach mal hin. Ich habe so Bock, da reinzugehen. Boah, hier ist richtig, richtig viel. Übrigens, was ihr wissen müsst, wir nehmen das hier gerade auf, während gerade die 4. Folge online gegangen ist. Also wir hatten irgendwie Bock. Okay, hier glitzern hier die ganzen Erze wieder rum. Ach, gerade schon, das sollten wir in Diamanten waren, es aber nicht. Übrigens, ach, Zuschauer, wisst ihr, komm, ich mache das Ganze jetzt auch mal auf 100%, dann seht ihr hier jetzt auch mal ein bisschen mehr. Oh Gott, ist das geil, hell alles einmal. Boah, schön. Boah, geil. Ich habe geile Dinge gefunden. Trinken. Und da ist ein Creeper explodiert. Hast du ihn gehört? Mm-mm. Oh, dann bin ich weit von dir weg. Ich glaube, wir sind weit auseinander, das ist eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, was das hier alles ist, aber oh, es ist, sieht wunderschön aus. Oh Gott, bitte. Was ist das hier? Das ist so wunderschön. Ach so, was ist Lapis Lazuli, ne? Nee, Luxichorum. Ich bin direkt in so einen Holzgang. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boah, Herzinfarkt! Da hab ich mich erschrocken. Boah, ich hab mich. Oh. Boah, gut, dass ich ein Facecam drin hab, Leute. Diese Stelle, die werde ich irgendwann nochmal in Best-of reinbringen. Herzinfarkt. Boah, Gott. Oh Gott. Alter, chill mal dein Leben und so. Ey, weißt du, was ich gemacht hab? Ich guck was? Hoch, gerade hoch an die Decke, ne? Mhm. Genau gerade an die Decke hoch. Dann, guck ich wieder runter, steht plötzlich vor mir ein Zombie, aber wirklich, genau das Gesicht steht genau vor mir. Ich hab mich so erschreckt, also wirklich Slender. Slender, da kannst du gar nichts gegen machen, ne? Ey, ich hatte so, ich hab gerade so erschreckt. Ah, ich sehe deinen Namen. Heißt du eigentlich erschreckt oder erschrocken? Ich hab mich erschrocken. Ja, tut mir leid. Grammatik und so. Hä? Und jetzt bin ich bin irgendwie aus der Höhle, wo ich war, jetzt nicht mehr. Hä? Ach, Alter, was sind hier überall krass viele Ärzte? Ich weiß, am besten wäre es wirklich mal, wenn ihr uns in die Kommentare schreibt, was so wirklich wertvoll ist und was wir einfach liegen lassen können. Boah, hab ich mich erschreckt. Boah, hab ich mich erschrocken. Oh Gott. Ich hab mir das fest in die Hose gepisst. Ohne Witz. Boah, da, an solchen Stellen bin ich echt froh, dass ich eine Facecam anhab. Boah, weil ich dann nochmal mir angucken kann. Ich würde mich dafür voll schämen, wenn ich dann so übelst mich erschrecke. Und dann sehen das die ganze Leute. Wow, ich höre jetzt schwer Skelette. Was hast du jetzt auch? Creeper. Wurde verfolgt? Oh, was ist das denn für ein Erz? Creeper tot. Was? Creeper tot. Du bist tot? Creeper ist tot. Cinnabar-Ohr. Hm. Schon wieder ein Zombie, Alter. Wieso sind hier so viele Mobs? Müsst doch richtig geile Ärzte sein, wenn ihr... Schon wieder ein Zombie. Alter, Simon, die Höhle ist derbe geil. Ja, bei mir auch. Ich glaube, ich baue mir nochmal eine zweite Kiste. So, ich habe schon wieder so viele Ärzte.
Und ja, wir haben ja die Möglichkeit. Es ist ja auch kein Cheaten, was wir hier machen. Das sind ja alles Möglichkeiten, die uns durchs Spiel gegeben sind. Alter, allein schon dieser Raum, ne? Da ist einfach mal ein Screenshot. Der muss einfach sein. Sowas von viele Erze. Da allein schon wieder drei nebeneinander. Boah, geil, oh. Ich bin immer gerade geschockt von diesem Erlebnis. Ich habe auch nicht gesehen, dass der Zombie gestorben ist, ne? Der muss doch irgendwo lauern. Ich bin nämlich abgehauen, also ich bin dann versteckt irgendwo runtergefallen, da war der Zombie auch weg. Da war Lava, ich hab mich so erschrocken, Alter. Das ist, wir erschrecken uns jetzt nur noch. Boah, ja, ich hab richtig Angst mit meinen ganzen Levels, vor allem, weil hier überall... Überall sind Zombies und überall sind aber auch Erz und überall ist Lava, Alter. Ich sehe keinen Ort, wo keine Lava ist. Überall, über. Über. Ich will hier hoch. Ich sehe, glaube ich, in der Ferne, nee, es ist Eisen, ich dachte, es wären Diamanten. Ich hab Pilze gefunden. Ich esse jetzt erstmal was, ey. Das? Ich baue mir jetzt noch eine kleine Base. Dark Psychorum habe ich gerade gefunden. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, wofür nochmal dieses Psychorum genau wichtig ist? Wäre echt voll Beste von euch. Beste. Zuschauer, Beste. Nicht so. Zuschauer Beste. Sind Beste. Beste, wo gibt. Zuschauer wissen, wo wer Babo ist. Chabos wissen, wer der Babo ist. Chabos wissen, wer der Babu ist. Ah, das hast du falsch gesagt. Das Chabos wirst du gar nicht wiederholt, nämlich nur das Wissen wird wiederholt. Ja, egal, ich höre Haftbefehl eh nicht so häufig Haftbefehl. Wie du. Lieblingsrapper. Nord. Haftbefehl Beste. Haftbefehl Beste. So, ich brauche Pflastersteine, genau. Oh, das war sehr klug. Mach ich da einfach so ein Fenster hin. Nee, ich will das am liebsten so zweistöckig machen, diese. Sonst habe ich da Angst. Wie soll man das eigentlich alles nach Hause bringen, die ganzen Erze? Ja, wir müssen nachher doppelt, dreifach laufen, glaube ich. Oder wir machen uns einen Minenweg. So ein, wir machen uns so ein, ja, genau, dann so ein Rail. Ach so, so ein Rail. Ja, ne. Ja, hier sind sowas von viele Erze, wir müssen auf jeden Fall so ein Rail machen. Und ich habe ja auch sogar schon so einen Minenschacht gefunden. Wo ja auch immer mal so ein paar Minen-Dings drin. Boah, ich hab Rubin gefunden. Boah, ich hab mir gedacht, ich mach jetzt hier so... Ach. Oh. Ich hab gedacht, ich stell's hier so eine Kiste hin und dann habe ich gar keine Kiste mit. Ich hab Rubine gefunden. Hast du eine Kiste dabei? Nee. Ich weiß nicht, was ich gefunden habe, weil ich... Ich hab Rubine gefunden und die sind richtig schön. Ich hab Saphire gefunden. Cool. Zombie Brain. Ach komm, ich krieg davon so viel. Ne, ich behalte das erstmal. Ja, die Kohle brauche ich, das ist keine Fizzle da. Leute, bitte schreibt uns in die Kommentare, was wir brauchen. Und was wir mitnehmen sollen und was nicht. Weil ich grabe hier gerade echt alles ab. Da ist noch Eisen. Das ist auch gut. Ja, die Mohrrübe kann ich noch essen. Die Karotte. Diese Kohle, ne? Die reiße ich hier jetzt an die Anfang abzubauen. Ja, ist so. Immer wenn ich was liegen lasse, denke ich mir so, ah, nimm's mal doch besser. Ich wollte gerade weglaufen und mich habe ich umgedreht, habe dann doch mich entschieden, das abzubauen. Ich hab Diamanten. Echt? Ja. Nice. Richtig geil. Hier ist auch wieder so ein Gang mit so richtig vielen Erzen, ey. Ey, du, ich gehe gleich nach Hause, aber ne, ich habe richtig Angst, dass ich jetzt noch irgendwie drauf gehe. Weil diese 34 Level, die sind mir schon was wert. Ja, jetzt habe ich gerade die Pflastersteine. Ah, ne, hier sind sie. Jetzt habe ich so eine... Ach, geh doch sterben, scheiß Faden. So, du kämpfst gerade, hör ich? Ich kämpf gerade, ja. Gerade nochmal einen Gang. Ich baue mir gerade einen sicheren Weg zu den Diamanten. Ach, du hast sie noch nicht abgebaut? Ne, ich habe sie bisher nur gesehen. Meine Spitzhacke ist jetzt gleich kaputt. Ja, sie ist kaputt. Okay. Habe ich Holz? Nein. Wäre noch schöner. So, ich baue jetzt einfach mal die komplette Lava hier zu, beziehungsweise fast die komplette. Na, ein Diamant, wow. Das hat sich jetzt ja richtig gelohnt, du. Warum können Zombies plötzlich Blöcke wegnehmen oder was ist da los? Ein Diamant, ach Gott. Wow. Ich suche jetzt die Kiste. Bin fast unter meinem Stand der Kiste. Ich weiß nicht mehr, wo ich hochkomme. Ich habe keine Spitzhacke mehr. Oh Gott, bitte, du musst mich retten.
Jetzt, nein, ich kann dich jetzt nicht retten. Ich bin gerade selber hier im Chaos. Da ist ein Zombie, der kommt aber nicht gegen das Wasser an. Das heißt, der Moment für mich, nicht etwas zu essen. Nee, das nicht. Ich sprinte jetzt einfach ein bisschen rum, dann esse ich die Stings. Ich weiß nicht, ich weiß echt nicht, wie ich hier rauskomme. Ach, dann bist du wohl in Trouble. In Mineville? Haha. Oh nein. Ich hab mich übelst verlaufen. Hilfe! 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 Soll ich dir die. Ja, warte, ich könnte dir meine Koordinaten sagen. Kannst du zu mir hinkommen? Ja, wie denn? Ich kann nicht zu dir durchgraben, weil ich keine Spitzhacken hab. Als ob. Hast du so wenig vorgesorgt? Ich hatte drei Spitzhacken im Fall, alle kaputt. Alter. Na gut. Ja, ich weiß noch nicht, wo du bist, von daher. Ja, ich könnte dir meine Koordinaten sagen, aber das ist ja auch irgendwie. Kannst du einfach versuchen, den Rückweg zu finden. Könnte ich auch versuchen. Alter, ich finde hier sowas von viele Ärzte und alles, ne? Das ist einfach noch richtig krass. Ich versuche mich gerade durch Dinge durchzugraben. Wie nennt man das, was man mit der Schaufel abgraben kann? Was auch so ist wie Stein. Gravel. Genau, Gravel. Ich grab mich gerade durch Gravel durch. Boah, ich hab zwei von so komischen Smaragdenteilen wieder gefunden. Bringt aber nichts. Also ich bin ungefähr minus 216 plus 770, aber ey, ich glaube, ich komme nie wieder raus. Oh bitte, du musst mich retten, dann. Oh, bitte, bitte. Ja, aber ich habe ja keinen Plan, wo du bist. Minus 215 plus 780. Minus 215. Ich habe auch keine Spitzhacke mehr, fällt mir gerade auf. Nein, ey, ich bin des Todes, ja, aber ich, ne? Ich hab auch keine Workbench. Fuck! Aber ich hab dafür. Ich hab in meiner Kiste ist Holz. In meiner Kiste ist Holz. Oh Junge, weißt du, ich hab Eisen und Stöcke, aber ich habe keine Workbench. Du musst nur noch zu meiner Kiste finden. Zu meiner ja, Kiste. Ich habe ja die Koordinaten der Kiste. Ja, da musst du nur hin. Dann, warte, ich sag dir mal eben Koordinaten. Ja, aber. Ja, gut. Die Koordinaten. Warte mal kurz. M. Warte mal. Ja, schreib mal in den Chat. Wie macht man die Minimap nochmal? Da, C. Warte. So. Koordinaten. Sag mal. X ist minus 299. Ja, so. Minus 299, ja. Und Z ist 721. Und Y? Ja, 66. Aber Y ist ja unwichtig. Nicht in der Höhle. Ja, okay. So. Color. Bei mir wird das dann ein grüne, eine grüne. So. Rettung. Ich muss jetzt irgendwie hochkommen, Alter. So, ah, da ist die Rettung.